Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Druiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich handle eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Druiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Druiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Druide deaktiviert ist. ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Und damit herzlich willkommen. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. So, nochmal. Und damit herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2. Hier auf dem Kanal von C-Mox. Feindlicher Druide läuft frei herum. Brauche sofort Verstärkung. Das würde ich sagen, wenn mich jemand hören könnte, was nicht der Fall ist. Okay, auch gut. So. Wie schon gesagt, spielen. Halt doch mal die Klappe da hinten. Okay, das ist also die Brücke. Und da fehlt noch, genau, der Akbar hier. Das wäre noch super. So, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der Easy, ich bin. Wie. Schau mal durch. Okay, da ist sie. Wie Xalon und wie Luma und wie. Der gute. Alles klar, ja, wird gemacht. Der gute Mario. Im selben Clan. Im Team Icehawks eSport. Und. Ja. Daher. Kenne ich die Jungs schon vorher, aber deswegen zocke ich es jetzt und dann sehen wir mal, was das wird hier. So, was ist das denn? Ah, nein. Nichts Wichtiges. Ja. Sieht auch immer so dieses aus. So, mal, kann ich den eigentlich shoppen? Was ist denn auf 3. Das geht. Geil. Jetzt durch. Nice. So, wo ist jetzt hier die Funkstadt? Da ist er. So. Ja, ist okay. Chill. So, ich hab mich die ganzen. Jetzt gehört? Oh oh. Da wieder durch? Ah, okay.
go, 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 go. Und bist du. So. Okay, dann müssen wir hier durch. Und wie gehen wir da rein? Ja, ist okay. So. Oh, weiter hin und das nicht. Da war einer. Oh, was ist für einer? Oh, der sieht aus. Ah, oh, der zweiten gab's doch in. Ich will jetzt nicht falsch sagen. Ich glaube, den gab's in. Oh, Tarnung. Die hat uns hergestellt, die wachsame. Wachsende Aufmerksamkeit der Rebellen für. Ah, das ist. Weiß Bescheid. Doch, der war in Rogue One. Definitiv. Siehst du nicht? Gehen wir mal Gas. Bye bye. Akmir Akbar, wo ist er? Ist das Lea? Also ich meine, die da. Das sieht 100 Pro aus wie... Okay, die hat... What the fuck, die hat voll die komische Beule am Kopf. Geil. So, und jetzt? Guck nicht, let's go. Seht ihr nicht? Ich bin gar nicht da. Ja, klar, easy. So, ich bin übrigens auch Soldat. Schwierigkeitsstufe. Das konnte mir inzwischen einfach. Wie das hieß, weiß ich jetzt gleich nicht mehr. Soldat und. Oh, gut. Das letzte weiß ich mal ganz. Aber halt einfach mit dem Stern. So. Was labert über der so ein Pay? Wie geht's denn jetzt lang? Anscheinend ein. Das ist, was ist das? Das ist hier geschützte. Da kommt noch so ein fetter Kreuzer. Scan! Drück hier zum Scan. Warte mal. Okay, da sind zwei. Dann gehen wir mal vielleicht nicht hier vorbei. Seht ihr uns? Abriegelung? Oh shit! Das hat er nicht gesehen! Da fliegt nochmal so ein paar. Hey, ich hab's ja nicht gesehen. Mal scannen vielleicht. Da oben ist so ein Motherfucker, da ist ein Motherfucker. Ich glaube, den sollte ich vielleicht ausschalten, oder? Nein? Den oder den da oben? Ich glaube, ich würde mir mal den hier vorknüpfen, glaube ich. So, total. Oder die! Verzeihung. Ups! Dass ich das nicht höre, ist ja wohl ein Witz. Vor allem, was mich die ganze Zeit wundert, dieses Piepsen, müsste man auch eigentlich hören. Wird? Ah ja. Was ist das? Jaha. Es ist Zeit. Ich bin dein Vater. Nee, das kommt erst später. Nee, Moment, wir sind ja kurz. Oh, spielt das Ding eigentlich? Das ist mal eine sehr gute Frage. Admiral Akbar ist dabei, das heißt, wir wissen ja. Ja, ist okay, ich bin gleich da. Boy. Oh. So. Läuft. Gutes Timing. Das wäre frei. Gehen wir. I must go. Das ist doch. Attentat, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden? Die ist sich dann, ne? Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Kann ich aufmachen? Droide, öffne die Zelle. Okay. So, Takedown. Bam. Das ging ins Gesicht. Hallo. Das hätte ich erwartet. Druidenschlag. Stark animierte Gegner, wenn die Anzeige voll ist. Gut gezielt kann er auch Fahrzeuge deaktivieren. Die Anzeige füllt sich, wenn Aiden bei Feinden starten, für seine Kräfte zu ziehen. Okay. Dann schlag den mal. Oder die. Ihr Dienst,
Oh, ja, 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 ja. Die hätten nicht alle die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir so viel vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Was denn? Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Rätsel effekt. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galatsystem leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sarost ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Endor. Ah, ja. Kommen Sie mit. Wir brauchen jedes Schiff für einen entscheidenden Schlag gegen das Imperium. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sarost-Sache. Oh, ach ja, stimmt, wir wussten nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Ja, ist ja gut. Darf ich jetzt auch mal reden? War ja so, dass Imperator das genauso geplant hatte. Und ich denke mal, jeder von euch wird Star Wars kennen, wer nicht. Teil 6 basiert darauf, dass die Rebellen mal wieder den Todesstern zerstören wollen. Wer auch sonst, ne? Und ja, dann mache ich mal eben das Mikrofon ein bisschen höher. Ja, dann fällt mir vielleicht ein bisschen besser. So, warte, Moment. So, das war zu weit. Das war zu weit. Oh, Moment. So. Das müsste so funktionieren. Genau. Wollt ihr wieder den Todesstern zerstören? Also im Großen und Ganzen. Rebellen, Todesstern, boom. Rebellen aber vorher in Falle gelockt. Ja. Weil Imperator Ahnung davon hat. So. Okay. Ne, ich will Pressbot. Ne, ich mach Pressbot. Es ist soweit. Wir fliegen nach Talos und stoßen zum Rest der Flotte. Aha. So, wie kann ich das jetzt unauffällig machen? So, ich schock jetzt einfach. Ne, ich kann einen Takedown machen. Ne? Ja? Den schocken? Den schieße ich. Oh, da ist noch einer. Noch wer? Scan das mal für mich. Da ist einer. Aha. Oh, ich werde erschrocken. Okay. Der macht das dreimal, oh Gottes Willen. Gut, nochmal. So. Dann gehen wir mal weiter. Da ist ein Droide. Gehen wir vielleicht nochmal wieder kurz in First Person. Aha. Können wir das imperiale Signal nochmal checken? Wir haben kaum noch Zeit. Wohin wurde ich angeschickt? Ich gehe da nicht mehr rein. Ganz gut, mein Freund. Machen wir mal das. Wie viele sind da noch? Suche nach Gegnern. Nur die zwei, okay, warte mal. Dann nehmen wir den da und kill den. Agent Hass, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Da war keiner. Das Löschen der Nachricht wird ein Alarm auslösen. Bereit machen zur Infiltration. Das wird er. So, dann drücken. Da stand der irgendwo, ne? Ja. Zum letzten Mal, bitte keine Unterbrechung. Imperiale Verschlüsselung ist hochkomplex. Ich arbeite daran, die Nachricht zu knacken. Das geht aber nicht, wenn ständig jemand nachfragt. Aha. Ich brauche Ruhe, okay? Danke. Takedown oder Tötchen? Sorry. Oh, guck da, jemand mal hier. Höchst animiert. Da ist der Einschuss, wo ich ihn da geschossen habe. Erschossen habe. Und dann machen wir das mal. So, dann zeig mal ja. Und dann müssen wir Teil 6 gucken, damit es nicht weitergeht. Die Rebellen werden nichts finden. So. Ich nehme meinen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Ah, kommt nicht schön. Ich bin unterwegs. Ich brauche es auch. Wo sind sie? So, dann.
Nummer uno. Wo sind Nummer dos? Komm. Nummer dos. Nummer tres. Oh, so weit. So, nachladen. Also abkühlen. Warte mal. Ja, gut, weiter geht's. Weg. Scan. So. Ach, hey. So, wollen wir noch welche? So. So, das hätten wir. Weiter geht's. Da ist keiner. So. Kann machen. Was? Tür Kontrollfeld. Der schießt auf Kontrollfeld und können sie offen oder schließen. Nein, wir töten sie lieber. Oh, da kommt mehr. Und jetzt schießen wir die Tür. So, weiter geht's. So geht's auch. So, zack. Weg damit. Kommt da was? Nee. Oh, die hat mich gar nicht gesehen. No scope. Ei, ja. That aim, though. That aim. Hä? Bist du jetzt für Ace geworden? Ja, halt noch mehr aus. Denn ja, hab ich jetzt gesehen. Ja, noch irgendwas? Nee, okay, weiter geht's. Ja, halt mal deine Position da. So, zack. Weg mit dir. Ist hier noch irgendwo lang? Moment, da muss er lang. So, nachladen. Weiter geht's. Hä? Ha! Easy game. Oh, was hat der denn da? Au! 73 Leben? Mach vielleicht mal ein bisschen. Ja, wo muss ich hin? Hacken! Hacken ist immer gut. Au! Uiuiui! Der hat mehr. Der oder die oder das hat mir ein bisschen eingeschickt. So, kommen sie denn? Da bestimmt wieder, oder? Ich kenne die Schlawiner doch. Komm von hinten. Ja, da sind sie doch. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. So, kommt von da einer? Nee. Wow, ernsthaft? Ey, Druide, was kannst du eigentlich, Mann? Ja, komm. Ich wusste es, ihr kleinen... Oh, was ist das denn für einer? Oh, oh, so. Easy girl. Los, weiter geht's. So, pass auf, da merken sie welche. Wow. Hä? Daneben. Okay, let's go. Haha. Wie? Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oder sei nicht. Wie das. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Kommandant. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher.
Nice. Heute stirbt die Rebellion. Na, ich glaube nicht. Wunderschön. Der, was mir eingefallen ist, der Agent Hux, der hat verdammte Ähnlichkeiten mit Brad Pitt aus Fury. Also Brad Pitt spielt in Fury Big Daddy. Und ja, ist egal. Wer das kennen wir ja. Badaboom. Piet, Sie Narr. Wer ist Piet? Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Wer war Piet nochmal? Da singt sie also. Commander Basio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Ja, er muss, mit. Aber er wird nicht klappen. Und Miko, wir brauchen Deckung. Snipperi, da haben wir auch noch Unterstützung. Nice. So, dann wollen wir mal. Ein Ziel, direkt voraus. Ihr folgt. Verstanden, Kommandant. Was haben wir denn da? F1. Ah, okay, wir haben eine Kontaktkanone. Scan. Impulskanone. Eine enorm durchschnittliche. Aha, und einmal Schock. Ja gut, das geht ja gut. Aber Solo, das wird dauern. Wenn es was zu bergen gibt, finden wir es, aber der Schaden ist enorm. Wir müssen viele Wrackteile durchsuchen. Du, Untermensch. Stoß danach wieder zu den anderen. Okay. Warte mal, das ist... Einzelziel auf dem Weg voraus. Ah ne, ja, mal. Was ist das denn hier eigentlich? Versorgungskiste. Ah, ja, okay, ich kann meine Frontkämpfer sehen. Impulskanone. Impulskanone oder das? Hm, warte mal, meine. Ja, bleiben wir mal da. Durchspielen, freischalten. Hm. Okay, Waffe ausrüsten. Das ist ja nice. Was ist das denn für eine? Blurk. Kleine Blaster mit zwei Schusssalven-Modus. Hm. TL50. Das klingt nice. Was noch? Aha. Langblaster. Das ist die, die kennen wir ja. Das ist Pistole. Also die tut's mir schwer mehr leid. Klingt gut. Nehmen wir mal. Okay, ich habe kein Visier. Naja. Shit happens. So. Ist hier noch immer jemand? Scannen wir mal. Okay, da sind zwei, da ist eine. Ja, dann machen wir das ganz einfach. Schauen wir die mal. Zack. So. Ich sehe zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am befallenen Kampfläufer. Gute Arbeit, Agent. Eine. Wir übernehmen. Okay. Scannen wir nochmal. Das sind drei Leute. Die sehen uns gerade nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut. So, aber da sind noch welche und da. So. Noch gucken wir nicht hin. Warte mal. Das Ding hat da so. Die Waffe ist gut. So, let's go. Oh. Achso, ja gut. Macht's. Ja. Scannen wir nochmal. So, da sind ein paar mehr. Das ist jetzt mies. Aber das sollten wir hinkriegen. Ja, zack und zack und so. Was kann ich links kriegen? Juhu! So, jetzt. Und dann. Bam. Wo sind die anderen? Was hat? Nee. Komm mal, machen wir das wird hier? Geil. Was? Nehmen wir erstmal mit. Was ist das?
Ah ja. So, ich spiele mal die Impulskanone aus, wenn da hinten ein Band ist. Das sieht gut aus. Oh, kann man aufladen. Nice. Das war nicht so gut. Okay, dann halt nicht. Nee, das wollte ich nicht. So, Bums. Ich kassiere es so. Kein Problem. Nachladen. Bums. So. Kein Problem. Erreichen. Bin da. Ah, das ist was wir als Schaffel zu geben haben können. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Schaffel? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Ja, also... Das würde ich jetzt reklamieren. Das ist unmöglich. Nope. Möglich. Oh, da muss weinen. Müssen wir los weinen. Jetzt, Agenten. Traurig. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los. Ja. Wir folgen, Kommandant. Ist okay. Aber mal gleich. Wir müssen zur Plattform 4 und diese Teiljäger sichern. Sonst kommen wir nicht so. Aber, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, Agent Haas, Kontakt zur Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, komm. Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Entfernungsdruck verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vize-Admiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Korbis erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen. Mal wieder. Nein, dahinter steckt nichts. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das... Darf ich freisprechen? Nur zu. Wir sind zwar allein einen, aber das klang fast wie Verrat. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Gut. Ich glaube, jetzt haben Sie fertig gesprochen. So, also wie schon gesagt, das war es jetzt erstmal mit der ersten Folge von Star Wars Battlefront 2. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Die wird dann, je nachdem wie ich den Abbauplan von den Jungs bekomme, dann wieder. Ich denke mal, pro Woche 2 Folgen oder jede Woche eine. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal die Jungs fragen, wie es ausschaut. Auf jeden Fall sehen wir das in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen guten Tag oder einen schönen guten Morgen, je nachdem wann der... der Hass ist aber... das ist nicht gut. Ja. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!